herzlich Hallo. Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Besser wieder vor. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wollen dir heute erzählen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, diesen YouTube-Kanal zu gründen und wollen einfach jetzt erstmal damit anfangen, dir zu erzählen, was unsere private Geschichte überhaupt ist, wie einfach unser Weg war zum Thema gesunder Lifestyle. Bei mir war das so, ich hatte einen Krankheitsfall in der Familie und wir mussten letztendlich unsere Ernährung umändern, um diese Krankheit nachhaltig zu heilen. Anders haben wir keinen Erfolg gehabt, also mussten wir umstellen auf mehr Frischkost, mehr Obst, mehr Gemüse und so weiter. Und das hat dann halt auch wirklich nachhaltig geklappt. Das hat mich natürlich sehr zum Nachdenken angeregt. Ich habe Bücher gelesen, ich habe im Internet recherchiert, ich habe Videos geschaut und meine Ernährung drastisch umgestellt und mehr Rohkost einfach integriert. Jetzt lebe ich seit 2-3 Jahren komplett vegan und biete mittlerweile auch Vital-Coachings selber an, nachdem mich viele Freunde auch um Rat gefragt haben. Mittlerweile komme ich super damit klar. Ich mache viel Sport, ich spiele Fußball, ich mache viel Kraftsport. Mir geht es mental sehr, sehr gut, mir geht es körperlich sehr, sehr gut und das möchte ich einfach sehr gerne teilen. Teilen. Ja, also Hendrik hat auch mich persönlich sehr in die Richtung gelenkt, mich einfach mehr auch um meine Gesundheit zu kümmern. Die war jetzt nicht schlecht oder so, aber er hat mich einfach zu vielen Dingen auch mehr inspiriert. Aber ja, ich würde einfach sagen, ich erzähle mal kurz, wie es überhaupt bei mir dazu gekommen ist, dass ich mich mehr mit dem Thema gesunder Lifestyle überhaupt beschäftigt habe. Also bei mir fing das ungefähr vor 4 Jahren an, dass ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung intensiver auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich habe viele Bücher gelesen, habe auch selber an Coachings teilgenommen und habe einfach im Laufe der Zeit gemerkt, wie ich mich persönlich viel, viel weiterentwickeln konnte. Also ich habe mich viel mehr mit meiner eigenen Persönlichkeit beschäftigt und damit konnte ich auch in Situationen, die vielleicht für mich früher mehr eine Herausforderung waren, einfach viel, viel positiver damit umgehen in vielen Situationen. Ja, ich war schon immer eigentlich ein sehr positiver und optimistischer Mensch, aber gerade dadurch, dass ich mich mit dem Thema noch intensiver auseinandergesetzt habe, bin ich irgendwie noch mehr aufgeblüht und habe einfach auch gemerkt, wie ich viel, viel mehr mein Leben genießen kann und auch dem Leben viel, viel mehr vertrauen kann. Ich glaube, Hendrik ging es da auch in den letzten Jahren so, dass er das für sich feststellen konnte. Auf jeden Fall, ja. Genau. Damit einhergehend ist natürlich auch das Thema Sport und gesunde Ernährung wichtig. Das haben wir ja schon oft erwähnt. Also ich selber habe auch schon immer sehr, sehr viel Sport gemacht. Hendrik hat es ja auch gerade schon erzählt, dass es auch für ihn schon immer ein wichtiger Teil seines Lebens war. Und ich muss auch sagen, ich habe mich eigentlich schon immer sehr gesund ernährt, habe da auch immer darauf geachtet, dass ich da jetzt kein Fastfood zu mir nehme. Aber dennoch habe ich vor circa einem Dreivierteljahr, auch durch Hendrik inspiriert, einfach feststellen müssen, dass da noch viel, viel mehr geht, ich noch viel mehr Potenzial habe, um mich da noch weiterzuentwickeln. Warte, ich wollte noch sagen. Ich wollte nur mal kurz eine Sprechpause machen. Du wolltest nur mal ganz kurz was sagen, ne? Ganz kurz 10 Minuten was sagen. Könnte es ja dann schneiden. Einmal im Ferienlager. Kann ich jetzt sagen? Nee, ich will nur mal kurz was sagen. Ich will nur mal kurz was sagen, ja. Ich muss. Warte mal, habe ich das schon gesagt, dass ich von einem Dreivierteljahr? Ja. Okay. Ja, okay. Verendet das dann, wenn man nicht mehr durchsieht. Ja, und jetzt ist es so, dass ich mich seit circa einem halben Jahr fleischlos ernähre. Also ich bin seit einem halben Jahr Vegetarierin und jetzt seit ein paar Monaten würde ich sagen auch zu 90% tatsächlich Veganerin. Also mir ist es jetzt mittlerweile ganz, ganz wichtig geworden, einfach auf Milch zu verzichten auch, weil ich einfach weiß, was tierische Produkte letzten Endes auch Negatives für unsere Umwelt tun. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, okay, wie sind wir denn letztendlich dazu gekommen, zusammen einen YouTube-Kanal zu eröffnen? Ja, also dafür ist es eigentlich ganz witzig zu erfahren, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Und zwar war das vor 3 Jahren in einer Modelagentur. Und wir haben uns eigentlich damals schon richtig, richtig gut verstanden. Wir haben auch viele coole Aktionen zusammen mit unseren anderen Model-Kollegen erlebt und haben dann einfach im Laufe der Zeit festgestellt, da wir auch beide Trainer mittlerweile sind in der Agentur, dass wir auch beruflich extrem gut miteinander klarkommen und es sehr gut harmoniert und haben uns dann gedacht, warum nicht einfach noch ein weiteres Projekt zusammen ins Leben rufen.
Sophie und ich haben dann einfach auch erkannt für uns, dass unsere Angst von damals, Angst aufgrund von Unwissenheit in Bezug auf Ernährung und auch Denkmustern und so weiter, wir mit der Zeit immer weiter reduzieren konnten durch unsere Persönlichkeitsentwicklung, durch unsere Umstellung auf bessere Ernährung und wir tatsächlich auch unser Leben immer weiter in die eigene Verantwortung genommen haben und wir dadurch einfach viel freier leben konnten und angstfreier leben konnten. Und uns ist wichtig, dass auch du möglichst angstfrei durch Aneignung von Wissen sein kannst und gedeihen kannst, dich entfalten kannst. Ihr wisst es ja sicherlich selber, dass einfach die Psyche und auch der Körper natürlich zusammenhängen, weshalb natürlich sowohl die Spiritualität bzw. das Thema Persönlichkeitsentwicklung als auch das Thema gesunde Ernährung natürlich extrem zusammenhängen. Wir haben natürlich auch dann immer häufiger Fragen von Freunden und Bekannten bekommen zu diesem ganzen Thema und haben uns deswegen gedacht, warum nicht all dieses Wissen auch mit dir teilen und warum nicht einfach all diese Punkte und positiven Aspekte, die halt einfach gesunde Ernährung oder ein gesunder Lifestyle mit sich bringen kann, warum nicht einfach all das an dich weitergeben? Genau, denn das ist essentielles Wissen. Wusstest du zum Beispiel, dass 3/4 aller Todesursachen ernährungsbedingt sind und dass zum Beispiel durchschnittlich jeder ganze 14 Jahre in gesundheitlich stark eingeschränktem Zustand verbringt vor seinem Tod? Das sind so Dinge, die müssen unserer Meinung nach nicht sein und das möchten wir einfach verbessern und verhindern. Wie schade ist es eigentlich, dass man 14 Jahre leiden muss, obwohl man eigentlich diese 14 Jahre noch sein Leben voll und ganz genießen kann. Vor allem dann, wenn man in Rente ist, ne, wo man ja dann auch die Zeit hat und hoffentlich natürlich auch das Geld. Es ist einfach schöner, wenn man jetzt schon im jungen Alter in seine Gesundheit investiert. Genau, und halt vorbeugt, dass man überhaupt mal so leiden muss, so viele Jahre. Ne? Zusammenfassend wollen wir dich einfach dazu inspirieren, dein Bewusstsein für neue Themen zu öffnen und dich einfach dazu einladen, mehr Verantwortung für dein eigenes Leben und deine Gesundheit und alles, was damit einhergeht, zu übernehmen. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr vielleicht noch ein paar Anregungen an uns habt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch immer gerne in den Kommentaren stellen oder schreibt uns einfach gerne auf Instagram an. Ja, unser Instagram-Kanal informiert euch natürlich auch rund um das ganze Thema gesunder Lifestyle. Also auch da könnt ihr ein paar wissenswerte Infos auf jeden Fall abgreifen. Und ja, vergesst natürlich nicht, euch jetzt auch unser Bild des Tages anzuschauen. Das blenden wir natürlich auch wieder am Ende für euch ein. Dann bis zum nächsten Video. Bleibt alle gesund und fit und glücklich. Und habt Spaß. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Hier siehst du noch unseren Zeitplan für die nächsten Wochen. Freu dich auf spannende und informative Videos zu folgenden Themen. Warum ist gesunde Ernährung heutzutage so wichtig? Wir erklären dir den Säure-Basen-Haushalt des menschlichen Körpers und teilen Workout-Videos sowie Lebensweisheiten mit dir. Schreibe doch gerne mal deine Wunschthemen für Videos in die Kommentare, so kannst du aktiv an unserem YouTube-Kanal mitwirken. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.